Der Autopilot beim Tesla funktioniert ja relativ gut. Es gibt aber viele Mythen, dass zum Beispiel Menschen am Steuer eingeschlafen sind und mehrere Stunden gefahren sind, was ich mir nicht vorstellen kann, weil meiner Meinung nach der Tesla gerade in Baustellen trotzdem noch Schwächen aufweist, wenn es darum geht, dann auch die Spur wirklich zu halten. Und die zweite Schwäche ist natürlich, dass Tesla häufig die Geschwindigkeiten nicht richtig erkennt bzw. nicht weiß, wie schnell man tatsächlich fahren kann und somit dann vielleicht auch viel zu schnell fährt. Und dann kommen auch solche Dinge wie Phantombremsungen hinzu, die dann einfach, wenn Schatten auf der Autobahn liegen, passieren können, dass das Fahrzeug einfach mitten auf der Autobahn versucht zu bremsen und lauter solche Sachen. Ich möchte jetzt in diesem Video eine bisschen längere Autobahnfahrt machen und einmal genau filmen, wie gut werden die Schilder mittlerweile erkannt nach sämtlichen Updates, die mittlerweile auf den Markt gekommen sind und wie gut funktioniert der Autopilot, auch gerade in Baustellen und kommen auch noch solche Phantombremsungen mittlerweile vor, die es eine Zeit lang immer gab oder hat Tesla diese mit seinen letzten Updates beheben können. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Hi, ich bin's, der Alex von Smart2Drive. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt schon direkt auf der Autobahn unterwegs, von daher geht's direkt zur Sache. Ich werde jetzt einfach mal den Autopilot aktivieren. Wir werden mal verschiedene Geschwindigkeiten ausprobieren. Ich möchte einfach dabei ein bisschen filmen, wie gut funktioniert der Autopilot. Hält er wirklich dauerhaft die Spur? Und wann könnte es zu einem Unfall kommen, wenn man nicht mit eingreift? Von daher werde ich auf jeden Fall immer mit dabei bleiben. Ich werde aber versuchen, möglichst das Auto machen zu lassen. Und ich will auch eben schauen, wie gut werden gerade auf der Autobahn Schilder erkannt. Vor allem, wenn vielleicht die Schilder über der Straße beleuchtet sind oder so, ob dann das erkannt wird. Und heute ist auch ein schöner sonniger Tag, wie ihr sehen könnt. Wir haben definitiv viel Schatten auf der Autobahn, von daher eignet sich das ja auch wieder wunderbar, dass wir einen Test machen können, ob Phantombremsungen beim Autopilot stattfinden oder nicht oder ob der Tesla wirklich mittlerweile besser funktioniert. Okay, legen wir los. So, wir fahren jetzt mal auf der rechten Spur, 80, genau, gerade eben kam ein 80er-Schild, 80 wurde erkannt, das hat schon mal geklappt. Ich mache jetzt gleich mal den Autopiloten an, so, Tesla übernimmt die Fahrt. Schauen wir einfach mal, beginnen wir das Ganze einfach mal mit 80 km/h. Gerade sowieso eine Baustelle ist gleich ein ganz guter Test, um zu schauen, wie werden auch die gelben Spuren erkannt. Ich habe das Lenkrad nicht in der Hand, wie ihr sehen könnt. Ich werde lediglich immer wieder mal das Lenkrad ein bisschen bewegen, dass Tesla dann nicht meckert, dass man die Hände ans Lenkrad nehmen soll, so wie gerade eben. Lasst uns einfach mal schauen, wie gut das Ganze jetzt funktioniert. Also bisher läuft es ganz gut. Die Spur wurde erkannt, wie man sehen kann. Wir befinden uns auf jeden Fall auf einer gelben Spur. Die weiße ignoriert Tesla, das ist richtig so, das passt ganz gut. Wir sehen auch rechts und links die Hütchen, die erkannt werden, beziehungsweise sind es ja eher solche Warnschilder, Warntafeln, die dann hier als Hütchen immer angezeigt werden, aber das ist normal bei Tesla. Die Geschwindigkeit zum Vordermann wird gerade auch reduziert, weil hier ein Vordermann gerade abbiegt, das passt, 60 km/h. Ah, jetzt hat er sich gerade kurz sogar schon schwer getan, er hat aber, ja, jetzt wusste er kurz nicht so recht, wo die Spur ist, hat sie aber sofort wieder gefunden, also die Gefahr ist gebannt. Jetzt beschleunigt Tesla wieder auf 80 km/h. Aber ich muss schon direkt sagen, so ganz sicher hat es sich gerade nicht angefühlt. Jetzt gerade wieder. Wir fahren ziemlich nah an der Mittelspur, weil Tesla doch ein bisschen durcheinander kommt. Hier jetzt mit der weißen Spur, die gerade wieder mittendrin ist. Es funktioniert bisher noch gut. Also er hat jetzt keinen lebensgefährlichen Fehler bisher gemacht. Aber ja, hat sich schon mehrmals jetzt schwer getan, die Entscheidung zu treffen, auf welcher Spur er sich denn wirklich befindet. So, jetzt hat er wieder die Kontrolle ganz gut übernommen, wie ich finde. Das sieht gut aus. Ich kann mir nämlich einfach nicht vorstellen, dass wenn man einschlafen sollte, dass Tesla dann mehrere Baustellen und Ausfahrten so gut meistert, dass, ja, dass nichts passiert. Natürlich muss man das Lenkrad austricksen, das heißt, man müsste so ein Lenkradgewicht hinhängen. Das machen ja manche, ist natürlich verboten, aber damit kann man auf jeden Fall diese Warnung, dass die Hand ans Lenkrad soll, ignorieren und könnte rein theoretisch sich entspannt zurücklehnen und Tesla übernehmen lassen, was ich niemals mir vorstellen kann, weil es einfach, naja, wir werden es jetzt mal sehen. Lasst uns schauen, wie es weiterläuft. So, jetzt kommt eine Linksspur, das klappt ganz gut. Jetzt wieder eine leichte Rechtsabbiegung. Das passt, jetzt geht hier gerade wieder, jetzt kommen wieder verschiedene Spuren zusammen. Jetzt zuckt er kurz, aber er hält noch die Spur auf jeden Fall. Ich habe die Hand nicht am Lenkrad. Oh, jetzt. Jetzt hat er einen Schlenker gemacht, wie ihr gesehen habt. Wir sind jetzt fast in die, ja, in die Schilder rein, aber er hat es dann doch noch kurzfristig erkannt und doch noch wieder nach links eingeschert. Aber das war jetzt schon wieder gerade so ein Manöver, wo man natürlich merkt, nee, das kann noch nicht so weit sein, dass Tesla bald autonom fahren möchte. Ist natürlich eine andere Technologie, die da greift, aber mit diesem Autopiloten definitiv noch nicht. Also diese Technologie, die jetzt gerade verwendet wird mit den Kameras, das ist noch nicht so der Hit.
So, jetzt sind wieder verschiedene Spuren. Wir haben links eine weiße, daneben eine orangene oder eine gelbe. Ein 80er-Schild kommt. Hier steht 130, jetzt hat er auf 80, passt, das wurde erkannt. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Also bisher funktioniert es gerade ganz gut. Die Baustelle wäre jetzt bisher noch unfallfrei, aber zwei Manöver waren doch schon, wo der Tesla doch schon relativ links-rechts gezuckt hat kurz, nicht wusste, wo er ist, und dann hat er sich aber wieder richtig eingefunden. Also das hat dann schon gepasst im Großen und Ganzen. Wir haben ja auch noch einen Hyundai Ioniq oder einen MG4 und da ist es definitiv nicht so gut wie beim Tesla. Also Tesla ist da definitiv schon, würde ich sagen, führend oder zumindest unter den besten Herstellern, was die Funktionalität angeht vom Spurhalteassistenten. Aber naja, autonom ist doch was ganz anderes, finde ich. Lasst uns weiter schauen. Hier kommt jetzt wieder eine langgezogene, leichte Rechtskrümmung in der Baustelle. Es klappt aber wunderbar. Die gelben Spuren werden erkannt, weiß wird ignoriert. Die Geschwindigkeitsschilder wurden bisher auch alle richtig erkannt. Was auch häufiger passiert, ist, dass manchmal Tesla die aktuelle Geschwindigkeit verliert und dann plötzlich wieder unbegrenzt hinschreibt, was ja nicht stimmt. Jetzt hier kommt nochmal ein 80er-Schild. Das wird nochmal bestätigt, aber das funktioniert. Das klappt. Wir halten auch schön den Abstand zum Vordermann, so wie eingestellt. Also die Funktion ist auf jeden Fall wunderbar möglich, auch ohne Ultraschallsensoren, dass auf jeden Fall man zum Vordermann den Abstand wirklich gut hält. Tesla beschleunigt gut und bremst gut, wenn es vorne schneller oder langsamer wird. Das klappt gut. Mit der Spur, naja, da müssen wir jetzt noch gucken, deswegen testen wir es einfach mal. Und auch mit den Schildern, da bin ich auch gespannt, wenn wir mal welche sehen, die ein bisschen schwieriger zu erkennen sind, ob Tesla das dann auch schafft. Aber die Baustelle bisher funktioniert ganz gut. Ich werde jetzt mal das Video stoppen und dann immer wieder mal aktivieren, wenn ein bisschen brenzlichere Situationen kommen, sonst wird es natürlich schnell relativ langweilig. Ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig von einem der letzten Videos. Da habe ich nämlich diese Sitzbezüge von der Firma Akosch getestet, die dann einfach dafür da sein sollen, dass man weniger schwitzt im Sommer. Ich fahre jetzt ungefähr 4 Wochen mit diesen Bezügen und muss euch sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Man schwitzt wirklich deutlich weniger am Rücken. Deswegen habe ich sie auch behalten. Ich habe aber definitiv hier die Bezüge für hier unten, also für die Sitzfläche, habe ich entsorgt. Ich habe die gleich weggeworfen, weil die will ich gar nicht mehr haben. Das Problem an diesen ist, dass ja, sie häufiger doch hin und her rutschen ein bisschen und ich finde, es knarzt auch so ein bisschen unterm Gesäß. Ich finde, es muss nicht unbedingt sein. Da war ich jetzt nicht so ganz happy mit und ich habe auch weniger Probleme, dass ich irgendwie am Po oder an den Beinen schwitze. Gut, bei, sag ich mal, mit sehr kurzen Hosen oder bei einer Frau mit Hotpants, da ist es dann schon ein bisschen anders. Da schwitzt man häufig auch an den Oberschenkeln. Aber ja, für gewöhnlich als Mann sowieso nicht so. Deswegen habe ich die bei mir jetzt weggenommen. Aber ich lasse definitiv im Sommer die Sitzbezüge für den Rücken drauf. Die sind unauffällig, tragen nicht irgendwie auf und schauen auch, finde ich, schön aus. So, die Baustelle ist rum. Tesla hat es super gemacht. Wir haben jetzt hier auch sofort erkannt, dass wir wieder 130 fahren dürfen. Ich gehe jetzt hier auch vom Tempomat mal auf die 130. Von daher wird Tesla jetzt langsam beschleunigen, wie man sehen kann. Jetzt ist aber vor uns jemand, der langsamer ist. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen ebenfalls langsamer fahren. Ich will jetzt einfach mal schauen, heute, ihr seht es ja schon, vorne sind Schatten. Moment, jetzt wird Tesla deutlich langsamer, okay, vorne bremsen sie. Also das funktioniert wunderbar, da kann man überhaupt nichts sagen. Wenn der Vordermann langsamer wird, dann wird es definitiv, dann klappt es definitiv wunderbar, dass Tesla auch langsamer wird und den Abstand hält. Also da fühlt man sich permanent sicher. Das muss man, also da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ich denke, ihr seht es, das funktioniert wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob heute so Phantombremsungen auftreten. Wenn ihr schon mal welche hattet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde es nämlich relativ gefährlich, weil wenn hinter einem jemand fährt und der ahnt nicht, dass man plötzlich fast eine Vollbremsung macht, dann kann es natürlich schnell zu einem Unfall kommen. Und gerade wenn die Autobahn leer ist und plötzlich dann der Tesla einfach voll in die Eisen steigt, weil er sich einbildet, da muss er jetzt bremsen, weil irgendein Hindernis auf der Straße ist. Und dann ist es aber am Ende wirklich nur ein Schatten von irgendeinem Straßenschild oder so. Mal schauen, ob das heute auch mal wieder so sein wird. Bisher war das nicht der Fall, aber lasst uns mal schauen, wie es weitergeht. So, jetzt ist die Autobahn mal frei und Tesla hat jetzt auf 130 beschleunigt. Vorne ist jetzt nicht so viel los. Jetzt kommt auch eine langgezogene Linkskurve. Die meistert das Auto wunderbar. Also, so welche Kurven sind überhaupt kein Problem. Das klappt ganz gut. Es war auch gerade ein Schatten auf der Autobahn, der wurde jetzt auch ignoriert, also nicht als irgendein Hindernis erkannt. Ist bisher alles wunderbar, nichts Auffälliges. Wechseln wir mal auf die linke Spur. Schauen wir mal, wie schnell Tesla wieder hochbeschleunigt. Ich gehe wieder in den Autopiloten, 120.
125, 130. Also das klappt auch gut. Also auch mit 130 km/h absolut sicher. Man hat nicht irgendwie Angst, dass das Auto irgendwie die Spur verliert. Jetzt kommt ein Schild mit 120 km/h. Mal schauen, was passiert. 120. Erkannt. Wunderbar. Die klassischen Schilder funktionieren echt gut mittlerweile, da kann man nichts sagen. Wenn ich jetzt 120 fahren will, kann ich da drauf tippen, dann reduziert Tesla auf 120 die Geschwindigkeit, falls das jemand noch nicht wusste. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Trick. Oder man geht mit dem Hebel zweimal nach unten, dann wird die Geschwindigkeit ebenfalls übernommen, die Tesla erkannt hat. Also der Autopilot hält wunderbar die Spur. So, Autopilot ist an, wir fahren in eine Baustelle rein. Mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert, wenn die gelben Spuren gleich anfangen. Ich bin jetzt hier auf der linken Spur diesmal. 80 hält er. Bisher klappt es gut. Ich bin jetzt hier auf 83, also ein bisschen schneller. Gut, wir haben ja sowieso eine Tachotoleranz von 2-3 km/h, sodass wir jetzt in etwa wirklich 80 fahren dürften. Kommt eine schärfere Kurve, die jetzt kommt eine Verengung. Klappt auch wunderbar. Aber hier ist schon sehr eng auf der linken Spur. Also ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht wohl so nah an den Hütchen. Ich würde jetzt lieber auf der rechten Spur fahren, wenn ich schon mit dem Autopilot fahre durch die Baustelle. Weil ein kleiner Zucker und man hat keine Chance mehr gegenzulenken. Ich werde jetzt hier erstmal abbrechen und auf die rechte Spur gehen, auch wenn es nicht erlaubt ist, weil es nicht durchgezogen ist. So, jetzt hier. Also rechts finde ich funktioniert es wunderbar, links auch, aber er fährt doch schon sehr nah an den Hütchen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil er macht ja doch manchmal solche Manöver, kurz links, rechts und dann kann es schon zu spät sein. Dann hat man schon irgendwie so ein Schild an der Straßenseite mitgenommen, das muss nicht sein. Ansonsten auch hier wird alles gut erkannt. Das klappt schon eigentlich ganz gut. Auch hier kommen verschiedene Spuren ineinander, da lässt sich Tesla null irritieren, bleibt schön auf den gelben Spuren, zwischen den gelben Spuren besser gesagt, also das klappt wirklich gut, da kann man nichts sagen. So, jetzt kommt eine stärkere Linkskurve, jetzt bremst er, oh, das wär's gewesen, ne? Habt ihr es gesehen? Tesla ist jetzt am Schluss in die Eisen gestiegen, hat die Bremse reingehauen, weil plötzlich konnte es sich nicht mehr entscheiden, das Auto, ob geradeaus weiter oder rechts abbiegen. Und ich vermute, da wären wir jetzt, wenn ich nicht eingegriffen hätte, in die Schilder reingefahren. Das ist genau das, was ich jetzt schon häufiger erlebt habe. Die Baustelle macht am Ende doch eine schärfere S-Kurve oder sowas. Dann geht es nochmal rechts weg, zum Beispiel eine Ausfahrt wie gerade eben. Und in der Mitte zwischen den zwei Spuren links und rechts stehen Schilder. Und Tesla wollte dann erst rechts abbiegen, dann, ah nee, doch, falsch. Und dann, oh, da kommen Schilder, dann wurde plötzlich scharf gebremst. Was natürlich auch den Verkehr hinter einem natürlich dann auch irritieren kann und auch einen Unfall provozieren kann. Also spätestens jetzt hat Tesla wieder bewiesen, dass es definitiv noch nicht möglich ist, sich entspannt hinterzulehnen und das Auto auch durch Baustellen fahren zu lassen. Solange die Autobahn ausschaut wie hier, alles gar kein Problem, das klappt wunderbar. Bis auf ab und zu die Phantombremsung, die habe ich jetzt aber heute noch nicht erlebt. Vielleicht sind die mittlerweile behoben worden. Ich werde noch weiter berichten, ich fahre noch ein bisschen weiter auf der Autobahn, aber in der Baustelle definitiv niemals zurücklehnen und entspannen. Dafür ist einfach das Assistenzsystem mehr als Assistenzsystem zu sehen und man sollte es am besten sogar in der Baustelle deaktivieren, finde ich persönlich, und dann lieber selber die Kontrolle behalten, es ist doch eine Nummer sicherer. So, Autopilot ist an, wir gehen mal ein bisschen auf höhere Geschwindigkeiten. Bis 140 geht es ja mittlerweile. Mit den Ultraschallsensoren ganz früher ging es noch ein bisschen schneller, ich glaube bis 160 km/h. Immerhin von 130 auf 140 wurde mal vor einem halben Jahr oder was abgegradet. Tesla übernimmt eine langgezogene Linkskurve jetzt, das klappt auch wunderbar. Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass der Autopilot nicht bei 200 funktioniert oder so, weil ich glaube, da hat man dann einfach, wenn so ein blödes Manöver kommt, kaum noch eine Chance einzugreifen. Aber die 140, das funktioniert wirklich wunderbar, solange keine irgendwelche sonderlichen Vorkommnisse auf der Autobahn sind, auf jeden Fall sowieso. Es kommt eine etwas schärfere Rechtskurve, also auch eine langgezogene, aber die ist relativ scharf. Auch gar kein Problem. Nimmt er wunderbar.
mal kurz Platz machen. Mit 140 auf der linken Spur, da bremst man natürlich auch manchmal aus. So, jetzt kommt eine Rechtskurve, wieder eine relativ scharfe. Wir fahren noch immer 140, vor uns ist jetzt ein Reisebus. Schauen, wie gut Tesla die Situation meistert. Hier sind auch verschiedene Farben auf der Autobahn von der Spur her. Auch kein Problem bisher. Und jetzt werden wir runtergebremst. Auf 115 in etwa. Ja, das macht er gut. Also da kann man nichts sagen. Ich wechsle die Spur. Wir wechseln einmal nach links. Und der Autopilot fängt sofort wieder an zu übernehmen und zu beschleunigen. Ich muss natürlich nochmal den Spurhalteassistent wieder bestätigen. So, beschleunigt sofort hoch wieder. 140, eine Rechtskurve, eine langgezogene, auch gar kein Problem. Falls ihr übrigens einen Tesla bestellen möchtet, ihr also mit dem Gedanken spielt, euch einen zu kaufen, momentan bekommt ihr mit meinem Weiterempfehlungslink, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, 500 Euro Rabatt auf Model Y. Aufs neue Model 3 bekommt man leider aktuell keinen Rabatt. Vielleicht ändert sich es wieder, bis das Video online geht, aber zum jetzigen Stand aktuell nicht. Und auf Model S und Model X bekommt ihr sogar 1000 Euro Rabatt. Also falls ihr euch eins bestellen möchtet, schaut gerne einfach auf den Link. Kriegt ihr einen Rabatt, ich kriege auch ein bisschen was dafür. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ihr unterstützt auch meinen Kanal. Lasst euch nicht entgehen, warum soll man mehr bezahlen, wenn man auch einen Rabatt haben kann. Ihr könnt übrigens den Abstand zum Vordermann einstellen, indem ihr während der Tempomat läuft, der adaptive, hier nach links oder rechts drückt. Ihr seht es, also die 2 wäre jetzt das Allernächste, jetzt fährt Tesla ein bisschen näher auf. Ich finde es persönlich ein bisschen unangenehm, zu nah aufzufahren und dann dem Auto vertrauen zu müssen. Ich fahre gerne so auf Stufe 3 oder 4, maximal möglich ist sogar 7. Aber 3 oder 4 ist eigentlich schon ein ganz guter Abstand. Ich persönlich finde die 4 am schönsten, aber 3 geht auch noch. Nur alles, also die 2 ist mir fast schon zu nah. So, wir kommen wieder in eine Baustelle rein. 80 wurde erkannt. Leider hatten wir gerade eben ein Straßenschild, das wurde nicht erkannt. Was haben wir hier? Straßenschäden 60 steht jetzt hier, aber doch hat er erkannt. Perfekt. Oh, jetzt kommt eine schwere Situation. Hat er geschafft. Jetzt wieder eine scharfe Rechtskurve mit gelben Linien. Das hat er jetzt sehr gut gemacht. Das hat geklappt. Habt ihr es gerade gesehen? Wahrscheinlich ist es nicht so auf dem Video rübergekommen. Tesla ist gerade immer näher an diese Leitplanke hier an der Seite rangefahren und ich musste dann dagegen lenken. Also der wäre jetzt eiskalt, das ist so Stück für Stück, jetzt gar nicht mit einem scharfen Manöver, sondern einfach Stück für Stück hat das Fahrzeug nicht so recht erkannt, was es tun will und ist näher, immer so, hat sich so langsam rangepirscht und dann musste ich dagegen lenken. Also da war jetzt vielleicht noch 30 cm oder so zur Leitplanke. Ich denke, da wäre ich dagegen gefahren, wenn ich jetzt nicht eingegriffen hätte. Also in Baustellen definitiv, nee. Lieber nicht mit dem Autopiloten fahren. Oder zumindest die Hand am Lenker lassen. Das ist das Minimum, was man machen sollte. Auch jetzt wieder, finde ich viel zu nah. Ja, es ist mir zu nah einfach, da muss ich dann dagegen lenken. Ich traue einfach hier dem Fahrzeug nicht. Hier macht Tesla wieder gut. Jetzt kommt eine Linkskurve nach der Baustelle, auch wunderbar geklappt. Die wurde gut gemeistert. Jetzt kommt hier wieder ein Schild, dass wir unbegrenzt fahren dürfen. Mal schauen, ob es erkannt wird. Ja, das hat geklappt. Jetzt könnten wir bestätigen. 130 max. Und jetzt wird Tesla wieder hochbeschleunigen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn diese Schilder kommen, 120 bei Nässe, 100 bei Nässe, 80 bei Nässe, die ignoriert Tesla komplett. Finde ich gut, weil heute ist es nicht nass und es wäre nervig, wenn man jetzt runtergebremst wird, obwohl man gar nicht runterbremsen müsste. Aber wenn es ein nasser Tag ist, dann würde man natürlich voll in den Blitzer fahren können, falls dann auch geblitzt werden sollte. Oder halt man setzt sich einfach einer Gefahr aus, dass man zu schnell bei Nässe unterwegs ist. Hier wäre es natürlich schon schön, wenn Tesla dann auch erkennt und hinschreibt bei Nässe oder sowas. Das ist natürlich definitiv noch nicht möglich. Vielleicht kommt es noch irgendwann in irgendeinem Update. Aber aktuell werden solche Schilder einfach komplett ignoriert. So, mittlerweile fast 2 Stunden auf der Autobahn unterwegs, gab es noch keine Phantombremsung, das freut mich, vielleicht ist das Thema endlich besser geworden. Der Autopilot funktioniert nach wie vor ganz gut mit seinen kleinen Macken, die Schildererkennung ebenfalls mit den kleinen Macken.
im Großen und Ganzen gut, aber auf jeden Fall nicht annähernd zu 100%, sondern vielleicht eher 80 bis 90, wo es klappt. Spurhalteassistent ist in Ordnung und der Abstandstempomat funktioniert sowieso ganz gut nach wie vor. Haben wir hier wieder eine Linkskurve, eine langgezogene, mit teilweise ausgegrauten Spuren, die mal übermalt wurden oder wieder abgezogen wurden von den Baustellen. Also die irritieren den Tesla auch nicht. Das funktioniert nach wie vor ganz gut. Jetzt vorne wird wieder gebremst ein bisschen. Wir werden auch langsamer. Passt. Was haben wir jetzt hier? 80er. Hier steht noch 100. Vorne kommt ein 80er-Schild. Mal schauen, was passiert. 80. Zack, erkannt. Passt. Kommen wir hier in eine Baustelle rein, mal schauen, was Tesla macht. Das Lenkrad kurz berührt, dass das Gepiepe aufhört. Eine langgezogene Rechtskurve, wir fahren mit 70 durch die Baustelle. Solange nichts Spektakuläres passiert, läuft alles astrein. Hier kommt jetzt eine wegen schärfere Rechtskurve. Mal schauen, was er macht. Ja, meistert er gut. Jetzt wieder ein bisschen links. Kurz das Lenkrad bewegt. Vorne wird gebremst. Mal schauen, was jetzt passiert. Es geht so eine Abzweigung. Die Baustelle hat jetzt sich geteilt. Wir sind jetzt rechts abgefahren, automatisch. Ich dachte, ich habe mich jetzt verfahren, aber nee, schaut noch gut aus. Jetzt will einer einscheren. Tesla bremst ziemlich scharf. Passt, hat er gut gemacht. Kurzes Lenkrad bewegen. So, weiter geht's. So, jetzt wird es ein bisschen kurviger. Ein bisschen komplizierter wieder. Jetzt halte ich mal mich bereit zum Lenken, Eingreifen. Uiuiui, ja, doch, nee, hat er gut gemacht. Nimmt er gut. Kurz das Lenkrad bewegen. Nee, hat er gut gemacht. Hier hat es wieder gepasst. So, jetzt können wir wieder ein bisschen hochbeschleunigen. Hier kommt jetzt ein Schild, dass die 80 rum sind. Mal gucken, ob er es erkennt. Ich halte mal aufs Display. Nö, doch, hat er. Sehr gut. Nee, hat geklappt. Wunderbar. Wie ist es sonst so gelaufen? Ich würde sagen, der Tempomat funktioniert wunderbar, der Abstandstempomat, alles gar kein Problem. Der Spurhalteassistent beim Autopiloten ist wunderbar, hat auch heute in knapp 2 Stunden keine einzige Phantombremsung gemacht. Schreibt gerne rein, ob es bei euch noch passiert. Also bei mir war es jetzt heute nicht, obwohl es teilweise Sonne, Schatten und so weiter im Wechsel gab, ist eigentlich nichts Schlimmeres passiert. Es gab keine Vollbremsungen oder so, wie es teilweise früher schon manchmal der Fall war. Ansonsten, was kann man noch sagen? In der Baustelle, ja, lieber mindestens die Hand am Lenkrad lassen oder am allerbesten selbst lenken. Ich finde es einfach in der Baustelle zu riskant und ich glaube, diese Mythen, die man teilweise im Netz hört, dass jemand eingeschlafen ist im Tesla und 2 Stunden später aufgewacht ist und nichts passiert ist, kann ich nicht glauben, beim besten Willen nicht. Dafür sind einfach zumindest in Deutschland die Baustellen auf keinen Fall so gut ausgelegt, dass Tesla da niemals in die Verlegenheit kommt, irgendein blödes Manöver zu machen. Einmal hätte ich auf jeden Fall heute einen Unfall gebaut, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und ein zweites Mal wäre ich, glaube ich, der Leitplanke entlang geschliffen. Ja, sei mal Note 2 vielleicht. Auf jeden Fall keine Note 1. Da ist auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf. Wenn euch sonst das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen könntet. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr solche und ähnliche Videos sehen möchtet. Verschiedene Autotests, verschiedene Tesla-Videos und vieles, vieles mehr rund um die E-Mobilität. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Videobeschreibung unten einmal reinschaut. Ich habe hier viele Gutschein-Rabattcodes für euch, für verschiedene Tesla-Online-Shops und verschiedene weitere Verlinkungen zu interessanten Videos, die meiner Meinung nach als E-Autofahrer wichtig sind. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und auch wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Smart2Drive. Ich war's, der Alex. Wir sehen uns gern beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut und ciao, ciao.